Nach einer irren Aufholjagd hat der frühere UEFA-Cup-Sieger Zenit St. Petersburg das Aus in der dritten Qualifikationsrunde der Europa League abgewendet. Nach dem 0:4 der Vorwoche gewann Zenit das Rückspiel gegen Dynamo Minsk mit 8:1, 4:0, 1:0, nach Verlängerung und trifft nun in der Playoff-Runde auf FK Molde in Norwegen. Dabei spielten die Russen ab der 72. Minute nach der gelb-roten Karte gegen Leandro Paredes bis kurz vor Abpfiff in Unterzahl. Drei Tore gingen auf das Konto von Russlands WM-Held Artyom Zyuba, 75.78.115, Foul-Elfmeter. In der Nachspielzeit der Verlängerung war zweimal der eingewechselte frühere Nürnberger Robert Mack, 120. Plus 2, Foul-Elfmeter-120. Plus 3, erfolgreich. Sit.